sports. It's in the game. Und damit, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen Sondervideo, zu einem Teaser-Video. Es gab ja nach dem Champions League-Finale, wo ich ja ein Video dazu gemacht habe, relativ positives Feedback, und es gab einige, die sich gewünscht haben, dass ich doch ein WM-Special machen soll. Zur Fußball-WM 2014 in Brasilien, die, wenn ihr dieses Video seht, morgen startet. Ich lasse gerade im Hintergrund mal den Trailer von FIFA 14 laufen. Ja, ich habe mir lange, lange Gedanken gemacht, wie ich das Ganze machen soll. Hab's jetzt, glaube ich, ganz gut geregelt, und zwar folgendermaßen. Ich werde euch das in diesem Video ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Ich hoffe nicht allzu lang. Aber bloß damit ihr ein bisschen wisst, was da in den nächsten Wochen auf euch zukommt. Zunächst einmal, ich habe mich für Folgendes entschieden. In der Gruppenphase, sprich in den ersten zwei Wochen, werde ich pro Tag ein Spiel, ein Spiel spielen. Also ich werde pro Tag ein Video hochladen zu dieser WM. Ich habe mir für jeden Spieltag der Gruppenphase, habe ich mir ein Spiel ausgesucht, das ich gerne spielen wollte. Das war mir jetzt ehrlich gesagt so aufwendig, da euch auch noch zu fragen, welche Spiele ihr gerne sehen würdet. Es sind logischerweise alle Deutschland-Spiele dabei und natürlich alle Spiele, die sich, ja, sagen wir, am interessantesten anhören. Und jetzt habe ich, wie gesagt, die jeweils ein Spiel pro Tag. Die werde ich euch gleich auch noch teilweise zeigen. Wir werden das Ganze übrigens hier mit FIFA 14 machen, natürlich. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich das eventuell mit diesem FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014, wo es ja ein extra Spiel dafür gab, mache. Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, dass es das nur für die PlayStation und die Xbox gibt und nicht für den PC. Daher hatte sich das auch schon erledigt. Ja, also pro Tag ein Spiel. Das größte Problem an diesem Special ist, dass ich eine Woche oder anderthalb Wochen fast im Urlaub bin. Und zwar mitten während der WM, kurz nach der Gruppenphase, so ziemlich während der Achtel- und der Viertelfinals. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich da machen werde, aber wie das genau abläuft, das besprechen wir eh gleich. Und zwar, wenn wir uns gleich mal den Kalender angucken. So, willkommen zurück. Was heißt willkommen zurück? Wir sind jetzt hier im Google-Kalender. Ja, sowas gibt's. Habe ich tatsächlich jetzt auch mal benutzt. Und hier seht ihr aktuell Juni 2014. Und wir sehen hier den... Ups, das wollte ich nicht. Ich kenne mich mit dem Ding so aus. Ich klicke mal lieber nicht drauf. Wir sehen hier den Plan, den ich in etwa habe. Wir fangen hier an. Wir haben heute, wenn ihr das Video seht, Mittwoch, den 11. Juni. Also hier. Und dann beginnt morgen die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien. Das Spiel wird um 22 Uhr angepfiffen, also 22 Uhr Zeit hier. In Brasilien ist es da, glaube ich, 18 Uhr. Das ist aber auch egal. Ich werde versuchen, jedes Spiel so um zwei Stunden vor Anpfiff der wirklichen Partie versuche ich, das Spiel hochzuladen, das ich per FIFA gespielt habe, damit es auch immer noch wie so eine Prognose wird oder so ein Tipp von mir sozusagen. Seht es als das. Wir sehen also die ersten drei Tage. Wir haben das Eröffnungsspiel Brasilien gegen Kroatien. Am zweiten Tag habe ich mir Spanien gegen die Niederlande rausgesucht. Das EM-Finale von 2000... Nee, soll ich nicht falsch sagen. Das WM-Finale von 2010 war das. Am dritten Tag England gegen Italien. Ein absoluter Klassiker. Wird erst um 0 Uhr angepfiffen, sprich gegen 10 Uhr abends wird es das Video dazu geben. Dann springen wir in die nächste Woche. Wir haben hier Argentinien gegen Bosnien-Herzegowina. Da gab es an diesem Tag nichts wirklich Interessanteres, deswegen habe ich mir das rausgesucht. Und dann am 16. am Montag, da gibt es dann das erste Spiel Deutschland gegen Portugal. Das wird natürlich auf jeden Fall dabei sein. Wie gesagt, ich werde zu jedem Spiel ein Video machen mit, ich würde sagen, 8 Minuten Halbzeitlänge, wie wir es auch schon beim Champions League-Finale hatten. Und werde dann eben während diesem Spiel probieren, ein bisschen zu simulieren, was da später auf uns zukommen könnte. Wir sehen, ich lese jetzt nicht jedes Spiel vor, ihr könnt es euch ja angucken. In der Klammer dahinter seht ihr immer, um wie viel Uhr es angepfiffen wird. Rechnet einfach 2 Stunden zurück, dann wisst ihr, wann das Video in etwa online sein wird. Hier haben wir Deutschland gegen Ghana, das zweite Gruppenspiel der Deutschen. Hier geht es weiter. Und am 26. haben wir USA gegen Deutschland, das letzte Spiel der Gruppenphase. Dann am 27. ist spielfrei. Und dann geht's los am 28. Hier seht ihr diesen gelben Strich. Gehe ich in den Urlaub für anderthalb Wochen circa. Und ab da wird es dann halt etwas kritisch, da wir hier zweimal das Achtelfinale haben. Wir haben hier alle Achtelfinale ab hier. Jeden Tag 2 Spiele. Wir haben hier die 2 Viertelfinale am 5. und am 6. Und dann versuche ich mal, hoffentlich geht das mit dem Fenster. Ja, geht perfekt.
Dann sind wir hier, haben wir die Viertelfinale im 5. und im 6. Am 4. und 5. natürlich, Entschuldigung. Und am 6. ist dann spielfrei und am 6. komme ich abends auch schon wieder zurück. Das bedeutet, zu den beiden Halbfinals hier und sowohl beim Spiel um Platz 3 als auch beim Finale bin ich wieder da. Da wird es dann natürlich Videos dazu geben. So, jetzt zu den 4 Achtelfinals und zu den Viertelfinals. Ich habe mir überlegt, Folgendes zu probieren. Da wir ja am 26. Wissen, wer alles im Achtelfinale ist und wer gegen wen spielt, könnte ich natürlich in diesen 2 Tagen hier entsprechende Videos aufnehmen und auch hochladen, sie allerdings auf privat gestellt lassen. Und sie dann am jeweiligen Tag, also vorausgesetzt, ich habe auf Kreta WLAN, was ich ehrlich gesagt noch nicht glaube, könnte ich sie da online stellen, indem ich sie einfach von privat auf öffentlich stelle und dann einfach jeweils, sie hier stelle. Das Problem ist, das sind 2 Partien pro Tag. Das bedeutet, es sind 8 Spiele innerhalb von 4 Tagen. Das ist natürlich viel aufzunehmen, das würde ich aber schon schaffen hier in diesen 2 Tagen. So, jetzt gäbe es die Option, sollte ich auf Kreta kein WLAN haben, was ich ehrlich gesagt glaube, weil wir in keinem Hotel sind, sondern in einer Pension, gibt es noch eine andere Option, zwar, dass ich trotzdem die Videos hier alle hochlade, allerdings dann meine Schwester versuche zu animieren, dass sie eventuell jeden Tag 2-mal zur entsprechenden Uhrzeit oder wenigstens, da kann ich euch nicht mehr versprechen, dass es da die richtige Uhrzeit wird. Vielleicht wird es einfach an dem Tag irgendwann erscheinen, das müsst ihr mir dann nachsehen. Dass sie da die Videos auf öffentlich stellt, das müsste sie eigentlich auf die Reihe kriegen, das wäre auch sehr nett von ihr. So hätten wir dann die Achtelfinale einigermaßen abgefrühstückt. Das Problem ist natürlich, wenn ich die Videos hier aufnehme, kann ich auf keinerlei Sachen eingehen, die hier irgendwo passieren. Sprich, wenn sich in diesem Achtelfinale jemand verletzt, dann... Achso, dann spielt er eh nicht mehr. Ist egal, vergesst das. Okay, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, nämlich zu den Viertelfinals. Dadurch, dass ich ja auf Kreta bin, während die Achtelfinale laufen, kann ich keine Videos aufnehmen, weil ich keinen Plan habe, wer im Viertelfinale sein wird. Das wird erst hier klar und daher wird es dazu keine Videos geben. Das finde ich schade, finde es wirklich schade, weil ich hätte gern so ein komplettes gemacht. Aber es hilft ja nichts. Wenn ihr Ideen habt, wie man das irgendwie regeln kann, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Optionen gibt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ab dem 7. bin ich wieder da. Die Halbfinale und die beiden Endspiele gibt es natürlich. Gut, das wäre das. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal kurz einen Standortwechsel. So, da sind wir nochmal im FIFA-Menü. Und jetzt kommen noch ein paar Ingame-Infos. Upsala, das wollte ich gar nicht. Zum Modus an sich. Ich habe mich bereits hier ein bisschen schlau gemacht und mir auch angeguckt, wie es ist, ob wir eventuell, ich kann es euch gerade mal hier zeigen, hier ein Turnier spielen könnten. Das funktioniert aber leider nicht, weil es keinen Modus gibt, der wie bei der WM ist. Man kann zwar ein Turnier mit 64 Spielern machen, Mannschaften machen. Das Problem ist, man kann es nicht in so viele Gruppen aufteilen, wie es bei der WM ist. Deswegen werde ich es einfach folgendermaßen machen, dass ich pro Spiel einfach hier ein normales Anstoßspiel, sprich ein Freundschaftsspiel mache. Da das aber ja Gott sei Dank die Kommentatoren nie erwähnen, beziehungsweise mir fällt gerade so ein, dass es keine Kommentatoren gibt, weil ich ja kommentiere. Ich sollte manchmal einfach drüber nachdenken, was ich so sage. Nee, dann ist es umso besser. Also ich werde einfach ganz normale Anstoßspiele machen. Die Spiele werden an sich nichts miteinander zu tun haben. Ich werde versuchen, wir können gerade mal reingehen, die Spiele bzw. die Mannschaften so passend wie möglich zu machen. Sprich, ich werde die Videos so kurzfristig wie möglich vor dem Spiel aufnehmen, dass ich noch auf etwaige Verletzungen oder Aufstellungsänderungen reagieren kann. Also ich werde es schon natürlich einen Tag vorher machen. Also Wechsel vor dem Spiel oder so schaffe ich natürlich nicht. Aber ich werde versuchen, die Mannschaften so gut wie möglich aufzustellen. Natürlich geht es immer wieder nur bei der Mannschaft, die wir selber spielen, da man die Gastmannschaft, da kann man die Aufstellung nicht beeinflussen. Es geht also nur bei einem. Und es ist, wie gesagt, FIFA 2014. Sprich, es ist zwar noch das aktuellste FIFA, aber eventuell gibt es einige Nationalspieler, die man eben bei bestimmten Nationen, die eben im Laufe des letzten Jahres oder des letzten halben Jahres noch in den Kader kamen, die es vielleicht noch gar nicht gab oder die man noch nicht kannte, als dieses Spiel hier entwickelt wurde. Deswegen seht mir nach, wenn vielleicht der eine oder andere fehlt. Ich, damit ihr seht, dass ich mich da aber auch wirklich bemühe, muss ich euch noch was zeigen. Und zwar, es gibt, ich habe schon nachgeguckt, 8 Länder, die bei der WM teilnehmen, gibt es bei FIFA nicht. Von diesen 8 weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie viele da bei Spielen dabei sind, die ich euch zeigen wollte. Das hält sich aber in Grenzen.
Ich werde mir aber die Mühe machen, ich zeige es euch gerade mal. Hier, Creation Center. Diese entsprechenden Nationen per FIFA Creation Center zu erstellen. Das erste, was ich gemacht habe, war Kroatien hier. Man sieht es auch, das Logo ist natürlich leicht unscharf. Das kann man ganz nett bei auf der EA-Website kann man sich eigene Teams erstellen. Da habe ich jetzt einfach den kompletten Kader der FIFA, der kroatischen Nationalmannschaft zusammengefügt und eben in diese Mannschaft reingepackt, damit man die auch spielen kann. Da kann ich auch in diesem Fall gleich mal Dankeschön sagen an ganz, ganz, ganz viele tolle Ersteller von Spielern, die tatsächlich für die FIFA-Website sind, viele private Spieler, die eben irgendwelche Spieler, die man nicht kennt oder die eher ein bisschen unbekannt sind, weil sie in der kroatischen Liga spielen oder so, erstellt haben und auf EA.de öffentlich gestellt haben, dass man sie benutzen kann. Ich habe mir die natürlich zusammengesucht und habe jetzt das erste Team gemacht. Das hat schon eine Stunde gedauert oder so. Das heißt, das zieht sich nur ein bisschen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie viele Teams wir brauchen. Ich kann gerade mal kurz auf meine schlaue Liste hier unten gucken. Japan habe ich, glaube ich, kein Spiel drin. Honduras auch nicht. Bosnien-Herzegowina, das muss ich erstellen. Iran habe ich auch kein Spiel drin. Nigeria auch nicht. Ghana brauchen wir auf jeden Fall für das deutsche Spiel. Und Algerien auch nicht. Es sei denn, einer dieser 8 Teams kommt ins Achtelfinale, was ich ehrlich gesagt, ohne jetzt gemein sein zu wollen, nicht glaube. Das heißt, ich muss noch 3 Teams erstellen, das geht gut, das schaffe ich auch gut, da freue ich mich auch drauf. Und dann würde ich sagen, war's das in diesem Sinne. Halt, was wir noch kurz machen könnten, wäre, wir starten jetzt bei irgendein Spiel. Ja, Hannover gegen Braunschweig wäre jetzt für mich eine tolle Partie. Wir gucken uns mal kurz die Einstellungen an, die wir tätigen werden. Wir werden von einer Halbzeitlänge von 8 Minuten ausgehen, sprich 16 Minuten Gesamtspielzeit, plus mein Gelaber vorne und dahinter kommen wir auf ca. 20 Minuten pro Video. Auf den Schwierigkeitsgrad werden wir Profi spielen, weil das für mich, wie, wenn ich merke es, wenn ich spiele, ist das Realistischste. Sprich, wenn ich eine Stufe tiefer auf Halbprofi spiele, dann gehen die Spiele meistens 4, also fallen im Schnitt mehr als 4 Tore, was dann auch unlogisch ist. Und wenn ich auf Weltklasse spiele, dann verliere ich 0-4. Wir spielen auf Profi, Schiedsrichter lassen wir zuständig, das Stadion werde ich immer zufällig wechseln, die brasilianischen Stadien werden nicht drin sein. Die Tageszeit so, das können wir ja alles entsprechend einstellen, Wetter auch, Rasenmuster und so Zeug auch. Ja, das ist dann eigentlich auch schon wieder uninteressant, Kamera ist ja egal, visuell ist auch egal, Regeln, es ist klar, bleibt alles an. Hier lasse ich nicht alles an, die Kommentatoren sind ruhig, den Rest lassen wir an. Die Musik ist auch aus, weil ich keinen Bock habe, einen Strike zu kassieren. Ja, während im Spiel braucht man auch keine Musik. Gut, was haben wir sonst noch? Benutzer-Gameplay und CPU, das ist egal. Ja, dann können wir gerade mal zurückgehen. Zurück und zurück. So. Ja, das, liebe Freunde, war der Teaser zum Slendytube-Weltmeisterschaft 2014-Finale. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es würde mich sehr, sehr freuen. Weil da könnten wir auch überlegen, ob wir vielleicht zur nächsten Bundesliga-Saison eventuell auch ein Let's Play machen. Wenn es genug Leute gibt, die das interessiert. Ich freue mich sehr, sehr auf dieses Special, weil Fußball eben auch eine meiner ganz großen Leidenschaften ist. Und die konnte ich bisher bei Standytube noch nicht einbringen. Und das wäre dann jetzt der Fall. Also ich freue mich sehr, sehr drauf. Guckt bitte rein. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich irgendwas falsch mache. Schreibt mir auch hier unter dieses Video, wenn es noch irgendwas gibt, was ihr gerne ändern würdet, was euch nicht gefällt. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen um 20 Uhr rum bei der ersten Partie Brasilien gegen Kroatien, dem Eröffnungsspiel. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye.